sogar während. Was für ein Luxus! Ich kann sogar die Aufnahme drücken, während ich im Spiel bin. Das ging bei Prinzessin Lilifee nicht. Verrückt. Verrückt, Mensch. Ach, diese Moderne. Was haben wir hier? Nachrichten. Ist da irgendwas Wichtiges? Ach ja, Sachen, die gefixt wurden. Keine Drogen. Na komm, neues Spiel. Wie nennen wir uns denn? Kann ich das hier... Wie ist euer Name? Hallo. Scheinbar ist mein Name Captain Iglo, also ja. Ich habe keine Wahl. Ja, wir sind männlich. Ah, eigentlich müsste ich jetzt für die Müffelgang ungepflegtes Haar haben. In der Realität sieht das auch gerade echt so aus, weil Hashtag kein Friseur, aber Hashtag ich will die Frisur haben, die mir gefällt. Ich höre jetzt damit wieder auf. Ach, ich hasse Leute, die im Übrigen sagen, nur mal am Rande und Zwinker-Smileys. Also wenn ihr mich triggern wollt, dann mit Zwinker-Smileys und nur mal am Rande oder Hashtag nur mal am Rande. Sehe ich mich als der cute Emo-Boy? Ja, ich glaube eher weniger. So realistisch wäre eigentlich schon das doch. Eigentlich schon so zerzaust. Das wäre halbwegs realistisch oder so. Ja, genau so. Perfekt. Ja, wobei, es ist nicht der hässliche gelbe Emoji, aber so. Ich weiß die Mühe von dir zu schätzen, Morte. Ich weiß es durchaus zu schätzen. So, ja, braun, das passt doch eigentlich ganz gut. Bart? So, Taliban, nur nicht so lang. Ja, genau. Ja, nee, als Rabe sehe ich mich nicht. Genau so. Perfekt. Augenfarbe ist natürlich blau. Voller Makro. Ach, wo wir geboren sind. Ja. Ich glaube so. Ja, ich bin schon ein blasser Typ. Ja, genau so sehe ich mich. So. Ah, perfekt. Perfekt, Morte. Perfekt. Nur mal am Rande. Ich benutze recht gerne Zwinker-Smileys. Genau so. Ja, Wichser. Geil. Warte, nein. Nein, jetzt verklicke ich mich überall. So, genau so. Also, so. Perfekt. Was bin ich denn? Magier, ein Paladin. Übertreib seit Morte. Mann. Oh, das ist der Bloodborne-Stil mit dem Jäger. Ich habe keine Ahnung, wie das von der Schwierigkeit der ist. Ich nehme den Jäger. Ein Getränk. Steinsöldner. Puff. Bernstein-Idol. Ich nehme mal die Rotscherbe. Wagt euch hinaus. Ich wag mich hinaus. Seid ihr bereit? Zwinker, Zwinker. Oh, diese Welt kennt den Krieg seit Jahrhunderten. Aber Frieden ist endlich in greifbarer Nähe. Wir bringen die Prinzessin über das Meer in ein Königreich, wo eine Heiratsallianz uns alle retten würde. Ein Scheitern dieser Mission würde uns sicherlich in noch dunklere Tage stürzen. Nur mal so am Rande, ab wie viel Zwinker 2 zählt es als Spam? Da Nightbot gerade aus ist, könnt ihr Zwinker Smiley spammen, wie ihr wollt. Das juckt mich gerade absolut null. Ich sollte vielleicht noch was lesen können. Das ist so die einzige Bedingung ansonsten. Warum habe ich jetzt Leben verloren? Es wird bestimmt irgendeinen wichtigen Grund haben. Oh, geil, wir können Vasen zerschlagen. Hallo. Ey, du Fremder. Du hast meine Vase kaputt gemacht, meine kostbaren Vasen, du Monster. Wir wurden dir danach angegriffen. Sie wollen unsere Lady entführen. Sie als Geisel nehmen. Hi, Entschuldigung, ich war zu sehr fasziniert von dieser Sterbe-Animation. Tut mir leid. Ich bin Mod. Genau, wisch hier mal durch. Mods einmal durchwischen, bitte. So. Ah, herrlich.
Ah, schön, aber immerhin kein Zwinker-Smiley. Nur die mit der rausgestreckten Zunge. Der triggert mich nicht so. Nur der normale Zwinker-Smiley, der triggert mich halt hart. Wie die modernen Kids heutzutage sagen. Frame Drop. Echt? Nein. Nee, 0,3%. Alles gut. Ton kommt. Hä? Aber in OBS sieht super aus. Au! Jetzt kriege ich hier schon Schaden. Also in OBS sieht das wirklich... Bilder waren hängen geblieben, aber jetzt läuft's wieder. Hoffe ich mal. Im Moment ist gut. Okay. Hei, hei, hei. Ach, ich hab hier kurz Angst hier. Ah, kann ich also einen Trank benutzen? Oh, ich glaube, der only winning move wäre jetzt so gewesen. Bilder waren hängen geblieben und dann Zwinker-Smiley hinterher. Aber eben war Standbild. Das kann sein, aber das gibt's tatsächlich ab und zu auch so schon, also... Das hat jetzt zum Glück nichts mit dem Problem zu tun, die ich jetzt vor einer Woche oder so hatte. Das war halt echt nicht... Also damit konnte ich halt absolut nicht streamen. Weil 0,3% ist so eine ganz normale Schwankung. Oh oh. Hallo Cthulhu. Ich kenne dich von einem RPG. Oh. Anscheinend an diese Mission würde uns sicherlich in noch dunklere Tage stürzen, aber das Bild ist hell. Ich bin mit den Klängen der Wellen aufgewacht und wusste, dass ich am Leben war. Ich muss die Prinzessin Lilyfee finden. Links wie Prinzessin Butterfly, ist das ein Zufall? Stimmt, sie heißt ja auch. Beziehungsweise Prinzess, sag mal Prinzessin. Aber stimmt. Das kann kein Zufall sein. Ich habe im Übrigen vorher auch dein Hörspiel empfohlen gehabt. Oder Hörbuch, je nachdem. Eigentlich Hörspiel, weil die Charaktere reden. Aber ja, das habe ich den Leuten empfohlen gehabt. Ich find's auch super. Nun, hallo erstmal. Bist nur ein Stück fleischiges Treibgut, mit dem Rest von uns an Land gespült, hm? Du wirst Unterschlupf suchen. Du willst eine Zuflucht, aber was ist eine Zuflucht ohne Glauben? Ja, ein gemütliches Häuslein, würde ich sagen. Danke, bitte. Es ist halt wirklich gut. Ansonsten würde ich es auch nicht empfehlen. Muss man mir das irgendwie auf dem Kanal mal noch verlinken oder irgendwie ein Video dafür machen. Am Ende des Strands ist ein leeres Heiligtum. Du kannst es für deinen Glauben beanspruchen. Sag mir, glaubst du an die neuen... die neuen Götter? Uff. Was würdet ihr sagen als Müffelgang? Glauben wir an neue Götter oder nicht? Sind wir da so neue Götter mäßig drauf? So neue Götter cool oder eher weniger? Nö. Sonst noch einer? Nö, okay. Nö, wir glauben nicht an neue Götter. Sind wir fünfmal scheiße. Glaubst du nicht an die neuen Götter? Selten. Bist du also ein Pilger der Varas? Wo auch immer das ist, ich bin der einzige Gott, an den ich glaube. Bist du dann ein neuer Gott damit? Ich hab dich durchschaut. Ich fürchte, deine Art stirbt schon seit Jahrzehnten aus. Uff, wie, ob meine Art jetzt ausstirbt? Das kann schon sein, die stirbt bestimmt aus. Anhänger der Göttin des Lichts beten der Warner die Gottheit der Demut und Güte und Vergebung. Ja. Der Glaube an sie ist vielleicht der älteste von allen, solange man den akribischen Schriften seiner Anhänger vertrauen kann. Du bist also ein Pilger von der Warner Licht. Ich weiß nicht, ob ich mich als... Nein, was ist dann dein Bekenntnis? ich sehe mich als... Die Eisernen oder die Drei? Es gibt eigentlich nur zwei Entscheidungen. Die Eisernen oder die Drei? Wir könnten jetzt auch Göttin des Lichts nehmen, es würde jetzt Prinzessin Lilyfee passen, aber ich glaube, ich sehe mich als die Eisernen. Ja? Die drei... Ach, fick dich! Die drei Eisernen, ja genau.
Ey, du hast den Zwinker-Smiley vergessen. Wenn schon so eine Troll-Antwort kommt, dann will ich den auch sehen. Nur mit echten Zwinker-Smiley. Und nur mal so am Rande. Okay, komm. Perfekt. Ah, wie, das ist ein Gemälde einfach. Das ist, dieser Chat allgemein, ich müsste es einfach screenshotten, das ist einfach ein Gemälde. Hashtag nur mal so am Rande. Genau so, perfekt. Ach, schön. Ja, komm, wir sind die Eisernen. Die Männer aus den Bergen des nördlichen Kontinents Markdor sind die Eisernen. Sie glauben an keine Götter, dafür an den eisernen Willen der Menschen. Sie lieben Stahl, aber hassen Magie. Bist du etwa Teil der Eisernen? Die Ei. Okay. Na, aber was ist dann? Wir gucken mal kurz, was die drei sind und... Fresher Metal läuft hier. Die meisten Menschen folgen den drei Gottheiten, dem König, dem Ritter und... wir sind die Eisernen. So. Ja, ja, das ist mein Bekenntnis. Du bist also ein Mitglied der Eisernen. Keine Götter werden dir hier helfen. Nimm diese metallene Ikone. Yes! Wollte gerade schon sagen, was geht mit der Musik ab? Oh, wie heißt nochmal das Spiel, wo halt dieser übelste Metalcore läuft? Oh, das hast du doch Let's Played gehabt. Ich komm grad nicht mehr drauf. Mit den Zombies. Die Musik fehlt jetzt hier noch so. Wie heißt denn das Spiel nochmal? Ach, egal. War of Death, genau. Oh, das wäre jetzt richtig, richtig genial. X während dem Blocken. Hier, was? Ah, so roll ich? So wechsle ich die Waffe, so nehme ich ein Getränk. So schieße ich meinen Bogen. LT-Schild Nebenhand. Ah, ich muss den dann in der Nebenhand ausrüsten, den Schild. Aber wir haben gar keinen. Ah, okay. Dann könnten wir theoretisch aber mit X dann noch parieren, wenn wir ein Schild hätten. Haben wir aber nicht. Hm, hier können wir rollen. Juhu, juhu. Au. Irgendwann komme ich auch mit der Steuerung noch klar. War of Death! So sieht's halt aus. Heiligtumsschlüssel. Ja, super. Also man merkt schon die Dark Souls-Inspirierung. Zwischen Ausstattung im Wechsel mit LB. So, linker Button. Ah! Und wenn ich jetzt hier eine Peitsche hätte, könnte ich dann... ein Schild hätte, könnte ich das damit wechseln. Cool. Und da kann ich Gegenstände wechseln. Genau. Ich weiß noch nicht, was die Metallikone macht, aber ich habe Angst, die zu verbrauchen. RB, das haben wir ja schon getestet. Anführungszeichen getestet. Inventar anzeigen, das haben wir auch schon gesehen. Hier ist unser Inventar. Rüstetes Schwert. Speerarmbrust. Ja. Ah, das ist dann unser zweites Set. Ich verstehe. Okay. Dann öffnen wir mal die hübsche Tür hier. Ich habe Angst, schon einfach frühzeitig zu sterben. Machen wir uns nichts vor, wir werden relativ... Oh. Ja, okay. Mach ich jetzt mal. Mein Heiligtum. Ah, das ist das Leuchtfeuer hier. Okay. Aber wir haben noch nichts zum Leveln, aber das könnten wir hier machen. Und das ist quasi unser Seelenpordor. Jetzt sind wir geheilt. Unsere Tränke haben sich nicht aufgefüllt. Das ist bedauerlich. Es ist aber tatsächlich auch wie bei Dark Souls. Keine Musik ansonsten. Und die Gegner spawnen wieder. Okay. Ich könnte mir jetzt hier quasi eine Stufe quasi farmen. Aber machen wir mal nicht. Machen wir mal nicht diesen. Ist die Frage, ob ich auch mein Gold verliere, wenn ich sterbe. Ich weiß es nicht. Ah, ich finde das cool. Ich habe das damals so Larifari wirklich mal so kurz angespielt und werde das ein Video laufen lassen.
Aber mal so richtig sich das jetzt anzuschauen, Beutel voll Salz. Ah, das sind die kleinen Seelen quasi, die man so verwenden kann, wenn man, sag ich jetzt mal, Seelenmangel hat und jetzt keine Gegner hat. Sehr? Mhm. Gut Glück, Dummkopf. Es war zu früh. Sehr, zurücklassen Hoffnung. Okay. Bleiben wir bei gut Glück, Dummkopf. Das Spiel sagt auch schon, ich bin dumm. Ah, vielleicht ist was dran. Man weiß es nicht. War of Death. Kannst War of Death ja auch mal spielen. Echt super angenehmes Gameplay. Nur mal so am Rande. Ich hab's ja sogar auf dem Rechner und ich hab's tatsächlich schon durchgespielt, also. Natürlich Verderben erwartet. Ich könnte es halt echt einmal. Das könnte ich mal streamen, genau, War of Death. Ich glaube, ich müsste. Es sollte auch bei mir bugfrei laufen, weil ich glaube, ich habe alle Bugs damals gefixt. Beutel voll Salz. Danke. Danke, Spiel. Danke. Oh, ich habe Heiltränke gefunden. Beutel voll Salz. Ah, die herzhafte Rolle ist dann der Trank, der sich danach. Der quasi sich. Ich muss das kurz mal testen. Ich muss ja hier das Gameplay verstehen. Aber ich glaube, das Item wird wieder aufgefüllt, wenn wir am quasi Leuchtfeuer sind. Wenn ja, ist cool. Wenn nein, ist weniger cool. Nom, nom, nom. Hm, jetzt? Ja, perfekt, perfekt. Das ist quasi unser Estus-Flakon. Okay. Ich hab's verstanden. Ich hab dieses Spiel einfach. Ich hab das einfach gelernt. So, nam, nam, nam. Du stirbst hier. Warum nam, nam, nam? Ich hab keine Ahnung. Das ist manchmal so dieses so Streamer-artige, Hauptsache irgendwas gesagt. Oh, wir haben eine Kartoffel gefunden. Kann ich die essen? Nein, aber werfen. Oh, wie dumm. Tür auf! Der Sheriff ist in der Stadt. Aber warum geht die Tür unten nicht auf? Ah, im War of Death Stream. Das wäre echt mal eine nice Idee. Ah, da bin ich für zu haben. Für so eine Scheiße. Oh, voll in die Kurse. Betritt Katharina. Ja, geil. Mensch, willkommen. Ich habe ganz vergessen, dass. Ohne Witz, ich habe ganz vergessen, dass ich das als Follow-Alert gemacht habe. War jetzt gerade so richtig erschrocken, so, hä? Warum kommen jetzt Dark Souls-Soundeffekte? Ach ja, da war ja was. Ups. Eigentlich, so zum Verständnis: Es gibt bei Dark Souls den Charakter Siegmeier von Katharina und eigentlich habe ich ein Stream-Design, wo der auch drin vorkommt, aber das ist immer noch nicht fertig. Also, das heißt, ich hab's. Eine Freundin zeichnet das für mich, aber ja, sie braucht noch Zeit. Ah, danke für den Follow. Das bedeutet, eigentlich bin ich da jetzt bei den 30. Das heißt, wir kommen dem Simulator-Stream, dem hässlichen Simulator-Stream, immer näher. Ich weiß zwar nicht, warum man sich den anschauen sollte, aber ja. War of Death. Nur deswegen, nur deswegen. Kann man den auch ausweichen? Nö. Ich glaube, ich nehme mal ein Brötchen. Es ist halt einfach ein Brötchen. So. Das sieht irgendwie nach Bossfight aus. Und da haben wir keinen Bock darauf. Oh, du kleiner Zombie. Okay, hochziehen können wir uns auch. Es ist auch so liebevoll gezeichnet, das Ganze. Das ist einfach herrlich. Rotscherbe und Kartoffeln. Muss mal probieren, die einfach nach so einem Gegner zu werfen. Das wäre super, wenn das sogar Schaden machen würde. Oh, 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 oh. Hi. Es macht Schaden. Großartig. Ich glaube, ich habe mich jetzt schon so ein bisschen verliebt in das Spiel. Also, auf rein platonischer Ebene. No homo shit. Komm, geh wieder runter. So. Steinhändler. Wird auch für irgendwas wichtig sein. Oh oh. Okay, hier muss ich erst einen Hebel umlegen dafür. Spaß auf ein neues Mikrofon oder was? Ja, ich hab da. Also, ich spare nicht direkt. Ich
würde mir das sogar schon selber kaufen. Auch wenn ich vielleicht irgendwann mal so ein so ein Tippi-Stream-Link irgendwie vielleicht mal stellen würde für sowas. Aber das jetzige würde ich selber kaufen, aber ich muss öfter streamen, damit sich das auch lohnt, das zu kaufen, weil es ist ja blöd, irgendwie sich ein Mikro zu kaufen, teureres, wenn man selber aber dann nur so einmal im Jahr streamt. Dafür lohnt sich das doch nicht. Und wenn ich öfter stream, dann habe ich selber für mich so die Erlaubnis, so, Junge, jetzt darfst du es dir kaufen. Aber es war jetzt auch irgendwie den Problemen geschuldet, die ich jetzt so in den letzten, ja, Wochen hatte. Au! Ich weiß nicht, ob das so klug war. Oh, oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Ah, alles gut. Ich weiß nicht, ob das so klug war, einen Charakter ohne Schild zu nehmen. Ah, so ein Eigenarschtritt quasi. Genauso. Genauso. Es ist halt auch so scheiße mit diesem Thomann-Katalog. Ich krieg den zugeschickt und dann sehe ich so viele tolle Sachen, wo ich so denke, ach, das wäre jetzt schon cool. Und das wäre jetzt schon cool. Aber, ja. Wenn ich es nicht benutze, bringt es halt nichts. Deswegen, da muss dieser eigene Arschtritt her. Ja. Mal gucken. Ich wollte tatsächlich jetzt auch die letzte Woche oder so auch schon streamen, aber hat das Problem halt mit der Ruckelparty und man braucht halt echt nicht streamen, wenn halt irgendwie das Bild so alle 2 Minuten hängen bleibt. Es lohnt sich halt absolut null. Da sag ich mir dann auch so, okay, gut, da da hab auch ich Besseres zu tun. Wenn es den Harbot vom Final Fantasy 7 Remake spielen ist. So, okay. Ah, so viel zu erkunden, das ist so toll. Komm mit. Mehr Rotscherben. Wir sind noch nicht auf dem Level, dass wir eingebildet genug sind zu sagen, wir können die eh nicht gebrauchen. Hä? Boah, diese Türen verwirren mich übelst. Junge, Junge, Junge. Keine Ahnung, ich glaub, vielleicht kennst du das ja selber auch voll in die Kurse. Ich weiß es ja nicht. Erstmal den hier. Muss ich gleich mal versuchen, ob ich mit Ausweichen den Pfeilen ausweichen kann, wenn ich im richtigen Moment quasi dodge. Wo war ein Ausweichen nochmal? Hilfe! Lass das Getränk nehmen. Ah, hier. Okay. Genauso. Genauso. Ich habe bisher nur ein einziges Mal gestreamt. Ja, aber ich sag jetzt mal so, es würde ja auch bei YouTube-Aufnahmen kommt sowas ja auch zu tragen. Deswegen. So, hier. Oh, ich komme noch ein bisschen mit der Steuerung mal durcheinander, aber es wird schon, es wird schon. Ah, was hast du selber denn denn? Also, das kann ich mitbekommen, dass du selber gestreamt hast. Habe ich dir eigentlich Nei gefollowt? Muss ich gleich mal gucken, ob ich dir überhaupt gefollowt habe. Wenn nein, dann will ich das auch mal noch nachholen. Granato. Oh oh. Ich wollte gerade sagen, RIP. 890 Salz gestohlen. Ach, nicht auf Twitch, auf YouTube. Okay. Das ist dann was anderes. Ich glaube. Nö, so YouTube-Streamer krieg. Also YouTube-Streams kriege ich selber auch irgendwie null mit. Dafür bin ich dann doch zu wenig auf YouTube unterwegs. Aber auf Twitch eigentlich auch nicht so viel. Oh, sag was anderes. Nicht aktiv auf der Seite. Guck irgendwie meistens, welche YouTube-Videos gucken nur über den Fernseher. Ist halt einfach gemütlicher. Oh, ich habe mir so als Streamziel gesetzt. Ein Bossfight machen heute.
Das sollte doch drin sein. Komm her. Ditz, 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 ditz. Ja, früher oder später machen wir. Ich bin ja mit Undertale immer noch nicht durch. Hey, ja? Mach ruhig. Wir wollten ja noch RPG Maker Games streamen zusammen. Und, beziehungsweise, genauer gesagt, Trash RPG Maker Games. Au. Alter Schwede. Der haut halt gut rein. Fick. Au. Kommst du mal. Oh, nice, danke. Ah, ist gleich ein ganz anderes Spiel, wenn die Gegner nicht nach zwei Schlägen sterben. Alte Macht hat ja noch genug zu bieten, so sieht's halt aus. Alte Macht ist halt einfach so ein Pool an Trash-Games, das ist unfassbar. Mhm. Aber vor allem auch die gute Sorte Trash, wo der Ersteller halt mit der Intention dahin gegangen ist, auch ein vernünftiges Spiel zu machen. Es gibt da diesen, sag ich jetzt mal so, diese Art von Trash-Games, wo es beabsichtigt ist, ein schlechtes Spiel zu machen, aber das ist aber alte Macht definitiv nicht der Fall. Kann mir keiner erzählen. Bei irgendeinem Teil war es alte Macht 2 oder so, da war es doch der übelste Final Fantasy Klon nachher. Wo auch One Winged Angel am Ende lief. Ich weiß es nicht mehr. Aber ja. Alte Macht habe ich ja vorher auch schon empfohlen gehabt. Das kann man sich auch richtig gut angucken. Der Uwe, genau. Ultimatives Waffenexperiment. Hi, Spezikun, grüße dich. Guck mal, nachdem du deine Dark Souls 3 Erfahrung machst, bin ich jetzt bei Dark Souls 2... Dark Souls 3... Dark Souls 3D Erfahrung gemacht hast, bin ich jetzt bei Dark Souls 2D angekommen. Auf dem Level sind wir jetzt. So, und da habe ich meine Seelen liegen lassen und... Ah, das ist wie bei Bloodborne. Ich muss den Typen besiegen, um die wiederzubekommen. Oh, und ich verliere Leben, wenn ich sterbe. Fuck, das wirft mir... Wirf den Uwe! Ultimative Waffe halt. Fällt mir jetzt erst auf, dass meine Lebensanzeige kleiner wird, wenn ich sterbe. Aua, du machst mir gerade zu viel Schaden. Erstmal eine Rostscherbe trinken. Nam, nam, nam. Wie auch immer man eine Scherbe... Nein! Ach, fuck. Ja, wir haben 800 Salz endgültig verloren und die 505 hat er uns gestohlen. Ja, komm, trag uns zurück. Ach, Mann. Ist das ekelhaft. Wollte gerade sagen, die S3 habe ich bisher noch nicht angerührt. Genauso wenig wie 2. Und Skull of the First Sin. Ja. Bei 2er würde ich dir aber auch echt empfehlen. Fang besser mit Skola an. Da gehen die Meinungen auseinander, aber. Ich finde Skola ist tatsächlich. Tatsächlich eine Verbesserung im Vergleich zum normalen 2er. Aber ja, eben, wie gesagt, da gehen die Meinungen auch wirklich auseinander. Aber es gibt ja Leute, die sagen, dass Skola es schlechter gemacht hätte, aber sehe ich nicht so. Sehe ich definitiv nicht so. Au. Eieiei. Man muss hier echt entweder einen Charakter mit Schild nehmen, was es ein bisschen einfacher macht, oder einfach so, lerne dodgen, Junge. Aber die HP-Anzeige ist doch jetzt größer als vorher. Oder schrumpft die nur einmal, wenn ich quasi ein Untoter bin? Das könnte auch sein. Oh, wir sind vergiftet. Ja, geil. Hm. Oh, oh. Au. Als ob. Ah! Fickt euch. Danke. Ah, nein. Die kommen durch Türen durch. Auch durch 2. So, nam nam nam. Heieieiei.
Ich habe so oft gehört, dass 2 und Skola einfach nur schlecht sind. Ich verliere mich. Ich da aber weniger an Kritik, sondern im Eindruck. Ja. Ich sag jetzt mal so, so rein subjektiv. Wenn ich so ein Ranking aufstellen würde, wäre es bei mir auch Bloodborne, Sekiro, Dark Souls 3, Dark Souls... Nein, warte. Bloodborne? Sekiro? Nee, Bloodborne, Dark Souls 1, Sekiro, Dark Souls 3. Und dann Dark Souls 2 und... Ja. Dann Demon's Souls. Also, von den ganzen, sag ich mal, moderneren Spielen wäre bei mir Dark Souls 2 halt auch der letzte Platz. Und dass Demon's Souls jetzt hinter Dark Souls 2 steht, ist einfach rein aus technischer Sicht schon kein Wunder. Hallo. Au. Ach, ficken. Ich hab so Angst vor dir. Kann ich dich cheesen? Au. Guck mal, das hilft doch. Ja, genau. Er stürzt sich in den Tod. Perfekt. Ist der jetzt tot? Oh, ich hab eine Fackel. Ja, super. Und Bandagenring. Super. Sonst so? Oder eigentlich nur kurz Hallo sagen. Muss in die Nachtschicht. Oh je, viel Erfolg dir. Ich hoffe mal, es wird nicht zu anstrengend oder so. Hi. Ah, das ist aber eher ein Gebiet, auf dem ich mich voll geheilt trauen würde, mit ihm zu kämpfen. Ah, fuck. Aber warte, der haut... Ja, ja, fickt euch mit dem Salz. Ist mir egal, ist mir egal. Okay, der haut zweimal zu. Zweimal dodgen und dann kann ich ihn doch schlagen. Eieieiei. Lasst mich mal in Ruhe. Lasst mich mal alle in Ruhe. So. Ich habe eine Mission. Ich kann an dem Typen da unten üben. Au. Au. Oh. Obliterated. Au. Hilfe. Oh, diese scheiß Schützen da. Junge, Junge, Junge. So, komm. Wie oft schlägst du eigentlich zu? Okay, das war erstaunlich einfach. Wenn wir den anderen jetzt auch so easy wegbekommen, dann habe ich gar nichts gesagt. Was ist Exodia? Okay, jetzt müsste ich doch mal fragen, was Obliterated heißt. Überhaupt, wie er nichts überhaupt richtig ausspricht. Dafür ist mein Englisch zu schlecht. Oh, komm, gib mir ein Brötchen. Gib mir bitte ein Brötchen. Nachdem du schlafen gelegt hast. Ach, nam nam nam. Die Hoffnung lebt. Au! Ja, das habe ich gesehen, das habe ich gesehen. Ich habe jetzt gar nicht so überlegt gehabt, so, was das jetzt bedeuten könnte. Nachdem du es jetzt so zweimal in den Chat geschrieben hast, dachte ich so, ha, vielleicht kann ich doch mal nachfragen. Wenn du es benutzt, dann siehst du ja so aus, als wüsstest du, was es heißt. Ausgelöscht, glaube ich. Ah, okay. Siehst du, jeder Tag ist ein Schultag. Mensch, echt, ich dachte schon, du würdest mich dumm sterben lassen. Danke. So. Zieh dich hoch. Jetzt hier. So, jetzt. 1 gegen 1, ohne treten. Komm, hau zu. Yes! Oh, warte, ich hätte B drücken. Fuck! Oder doch? Hätte ich... Nee. Warum hätte ich B drücken können? Für was? Und bei Yu-Gi-Oh! Gab es den Ausruf Exodia. Das kann gut möglich sein. Ich habe Yu-Gi-Oh! Jetzt nie auf Englisch gesehen, deswegen...
kann echt gut möglich sein. Ja, der ist richtig seltener. Wenn er kommt, klingt das halt richtig schön. Ich hab noch gar nicht. Ja, das sah nach einem Treffer aus. Nutz. Da hüpft er entlang wie so ein Frosch. Ich glaube, wir haben den jetzt ja gut geködert. Wir holen uns den jetzt von der anderen Seite. Oh Mann, es ist der Metal wieder weg. Der kommt irgendwie immer nur, wenn wir entweder irgendeinen Gegner besiegt haben oder irgendeinen Abschnitt erreicht haben. Ich weiß es nicht genau, wann. Oh, Bolzen. Danke. Au. Ah. Was zum Fick? Okay. Okay, wir können die zerstampfen. Das ist gut zu wissen. Oh, jetzt wäre noch so... Was jetzt noch fehlt, ist in aller Souls-Manier ein Shortcut oder so, den wir aktivieren können. Und ich dachte, du magst kein Metal, sondern ausschließlich Metalcore. Ich mag Black Metal. Black Metal mag ich sehr. Mittlerweile glaube ich sogar fast noch lieber als Metalcore. Weil wenn ich Metalcore höre, finde ich den schon verdammt geil, aber... Die meiste Zeit mag ich dann doch lieber so ruhigen, atmosphärischen Black Metal. Black Metal mag ich überhaupt nicht. Ja, womit ich halt nichts anfangen kann, ist nur mit diesem ganzen so Power oder True Metal oder wie die ganzen Genres heißen. Da bin ich dann einfach raus. Also sowas wie, keine Ahnung, Dragon Force oder Iron Maiden oder was gibt's noch? Ach, keine Ahnung. Fällt nichts ein. Fällt echt gar nichts ein. Iced Earth, Hammerfall, das so alles. So Zeug, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Da habe ich immer Bilder von Gollum mit Verstopfung im Kopf bei den Screams. wenn ich so an Gorgowurf denke, ich kann es so ein bisschen nachvollziehen. Aber muss im selben Zug sagen, ja, ich mag das. Ich mag auch Gorgowurf sehr. Es ist keine meiner Lieblings-Black-Metal-Bands, aber es ist trotzdem eine gute Black-Metal-Band. Ah, wir können aufsteigen. Aufstieg auf Stufe 4? Okay, ach, da kann ich dann mehrere Stufen hoch und runter wählen. Ja, komm, Stufe 4. Nehmen wir. Aber ich glaube, also... Oh, wir haben irgendwas bekommen. Wir können irgendwas? Stufe 1 Jäger. Möglich führen von Stufe 1 Peitsche und erhalten Willenskraft. Okay. Durch Bögen. Halte einen Punkt. Schicke verbessert die Angriffe von Waffen, die mit diesem Attribut skalieren. Okay. Maximale Ausdauer. Ah, so viele Möglichkeiten. Ah, ich weiß nicht. Ach, warte, das habe ich schon. Oder? Ich. Doch, das habe ich schon. Ich will jetzt nichts Falsches machen, aber... Das habe ich noch nicht. Also nur die gelben habe ich schon. Hä? Ausdauer bestimmt unsere maximale... Ne, das verstärkt... 3 Punkte in Ausdauer. Ausdauer bestimmt eure maximale Traglast. Ah, okay. Und Willenskraft eure maximale Ausdauer. Und gibt's irgendwas, was die maximalen HP oder so bestimmt? Nö. Oh, schwierig. Ah! Weiß nicht, was ich nehmen soll. Okay, wisst ihr was? Ganz simple Geschichte. So, die Peitsche. Zeig mal an. Aha. Mhm.
Geschicklichkeitsskalierung. Okay, okay, wir nehmen Geschicklichkeit. Nein, 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 nein. Baum der Fähigkeiten. So, wo ist Geschicklichkeit? Da, wir verbessern unser Geschick. Ah, und jetzt sind die anderen wieder ausgeblendet, weil ich sie nicht habe. Oh, okay, okay. Tschüss. Oh, wer bist du denn? Handversuche, Loch? Okay. Ja, nice. Danke für das bisschen Gold. Okay, wir können Pfeile nicht dodgen. War irgendwie klar. Ich habe eben Wurstgeschicklichkeit verstanden. Die Wurstgeschicklichkeit. Was zum Fick ist denn das? Oder was soll das denn sein? Was wäre es eigentlich, wenn es da noch so ein fettes Würstchen als Waffe gäbe? Kämpft da einfach mit so einem Wiener, er ist der Wiener Krieger. Komm, leg dich hin. Danke. Und du auch. So. Also Ziel für heute ist immer noch ein Boss umknüppeln. Einen einzigen. Das sollte nicht so schwer sein, denke ich mal. So. Oh ja, klar, verschlossen. Natürlich ist die verschlossen. Erhöhter Wert, der bestimmt, wie gut du im Umgang mit Würstchen bist. Also wie schnell du die verputzen kannst oder wie. Unten links. Nachricht, Gegenstand. Oh. Ah, so aktiviere ich meine Fackel. Okay. Oh oh. Das ist ein bisschen zu viel des Guten. Könntest du mal runterkommen, Hündchen? Wie viel Würstchen du auf einmal im Mund bekommst. Ja, das habe ich natürlich vergessen, klar. Das ist natürlich ein wichtiger Skill. Das ist natürlich wirklich... Ich glaube, das ist fast sogar noch wichtiger als die Geschwindigkeit, wie schnell du sie essen kannst. Okay, komm mal her. Au. Mensch, so langsam haben wir den Typen doch raus. Klingt doch gar nicht falsch. Kein Stück. Absolut kein Stück. Wer da was Zweideutiges irgendwie, der hat mit dem Leben abgeschlossen. Anders kann ich das nicht sagen. Ach man. So, da wart ihr beide. Dann geht's hier weiter. Würstchenparty. Das klingt dann auch absolut nicht falsch. Okay, was machst du jetzt schon wieder? Oh, die Fackel, die geht aber immer kaputt. Nein. Ah! Hier kann ich mich wieder heilen währenddessen. Aber nur heilen. Das ist quasi ein Checkpoint, aber... Okay. Es gibt so kleinere Checkpoints und größere. Das Spiel ist halt mega fair bisher. Steinschmied. Okay. Kann ich den dann... Nee, das war die Metallikohle. Ich weiß gar nicht, was Steinschmied macht. Ah, stimmt, ich konnte vor doch Opfergaben darbringen. Vielleicht dann mit dem Steinschmied. Das sieht so nach Bossfight aus. Zurücklassen alle Hoffnung, jo. Was ist Steinschmied? Der Sodden Knight, der durchtränkte Ritter. Oh oh. Au. Wir sind schon mal nicht One-Hit, das ist gut. Hey! Oh oh. Au! Kid, das kannst du auch. Au!
Erstmal heilen. Auf den Schock. Ha! Mach doch nicht immer diesen. Der weiß einfach, dass ich den anderen Moves eher gedodged bekomme. Au. Sagte er und ließ sich erstmal hier aufs Maul hauen. Ah, fuck, ich muss meine Ausdauer besser haushalten. Ah! Nein! Ich will nicht sterben. Ist nämlich in der Lage, ihn hier eiskalt umzu... Ah! Als ob der... Hässliche... Ah, fuck! Er lernt dazu! Nein! Oh, ich bin tot. Oh, hab jetzt alle deine Zuschauer mit dem Würstchen-Talk verkaut. Das tut mir leid. Ist okay, ist okay. Das Ding ist... Ich glaube, es kommt auch nicht so gut, wenn ich Souls-Spiele spiele. Das mögen die meisten Leute nicht so, aber... Ich liebe sie halt. Das ist eine sehr einseitige Liebe. Aber ich liebe sie. Oh, ich will jetzt eh nur auf die Boss hier umhauen. Da sehe ich mich. Sodden Knight. Oh, es ist ein bisschen fies, dass man die Gegner mal umhauen muss. Aber wie gesagt, das macht Bloodborne zum Beispiel auch. Hey! Schön, dass man zum Springen keine Ausdauer braucht. Ah, doch ein bisschen. Ah, falsche Richtung gedodged. Ich bin dumm. So, okay, komm mal her. Ah, aua, da boxt er mich um. So. Ah, Mann. Bin ich denn kernbehindert? So. Nein, ich kam nicht an ihm vorbei. Heil. So. Ach, Mann. Das muss ich mir jetzt merken, dass der... Nur mal so am Rande. Ach, fick dich. So, amnamnam. Hui. Der ist genau die Sorte vom Boss, der später bestimmt richtig einfach sein wird, wenn man es ein zweites Mal durchspielt. Au. Ah ja, der Combo, der mich hier weg hier. Huiuiui. Au. Ein Brötchen haben wir noch. Aber ich hab's nicht mehr nehmen können. Tja. Ah, bin ja jetzt noch da. Noch. Hashtag nur mal so am Rande. Ach, wiederbelebt mich für 104 Gold wieder. Warte, es fällt mir jetzt erst auf, dass ich dafür Gold verliere. Was macht er, wenn ich kein Gold mehr habe? Hm, will ich das herausfinden? Ich denke nicht. Okay, jetzt aber hier Versuch Nummer 3. The Sudden Knight. Ach, aua. Ah, fuck. Nein! Mann! Ficken! Muss ich doch mal auf die... So. Putz. Apropos Gollum. Oh, Rip. Ach. Heieiei. Ich hab Final Fantasy das Dance Battle hinbekommen. Ich krieg auch das hin. So. Real Talk, nur mal so am Rande. Au. Oh.
Ah, das sieht nach einem guten Versuch aus. Das sieht nach einem echt guten Versuch aus. So, okay. Nein! Oh, hast du das gesehen? Hm, richtig nice gedodged. Au, hast du das gesehen? Richtig nice gedodged. Wow. Was für Dance Battle. Au. Nee, ich sag nichts weiter. Ja, das war Pech. Ach, Rip. Ah, so nah, so nah. Jetzt krieg ich ihn hin, aber jetzt krieg ich ihn hin. Hat 835 Salz gestohlen. Oh, wait. Halt. Der behält die ja. Bei den anderen Gegnern, da sind die dann weg, aber bei ihm bleiben die ja. Das ist ja großartig. Boah, das Spiel ist so mega fair. Das ist einfach der Hammer. Ich weiß nicht, was passiert, weil ich kein Gold mehr habe. Ich habe echt Angst davor, aber... Sonst ist das mega fair. So, jetzt aber. Der durchtränkte Ritter. Komm her. Au. Erstmal bedient worden. Ach, Mann. Manchmal komme ich echt nicht drauf klar, wenn ich an ihm nicht vorbeidodgen kann. Fängt ja gut an, ja, das würde ich auch mal sagen. Oh, das fängt. Ach, ficken. Ja, Rip. Okay, vielleicht sollte es nicht dieser Versuch sein. Vielleicht nicht. Vielleicht finden wir jetzt sogar noch heraus, was passiert, wenn ich kein Gold mehr habe. Hoffen wir es mal nicht. Ja, ich streame ja doch schon so ein Stück länger, als ich gedacht hatte. Eieiei. Wow. Ja, der hat mich halt einfach... jetzt wurde ich halt wirklich bedient. So. Okay, komm. Sind wir nicht greedy? Richtig traurig. Man sieht halt so, ab wo die, also man sieht genau, ab wo die zweite Phase beginnt. Okay. So. Jetzt mit Ruhe und Geduld. So ganz zum Anfang zurück. Die Befürchtung habe ich halt auch. Oh, das wäre einerseits natürlich, sag ich mal, klar, etwas, womit man rechnen kann. Ach, Mann. Ich sehe schon, das wird heute nichts mehr. Diese Doppelhieb, der bringt mich auch immer raus. So, okay. Ach, fuck. Werde ich das irgendwann mal hinbekommen, dass ich einfach mal warte? So. Nö. Nein. Ach, ficken. Oh, ich habe keinen Bock, von dem eingekesselt zu sein. Weil dann kommt genau sowas. Dann kommt genau... Ja, Fripp. Was hätte ich jetzt machen... Was? Hä? Hey, hätte ich jetzt machen sollen? So. Okay. Friss dein scheiß Brot. Okay. Die Kombo ist tatsächlich gar nicht mal so schlimm. Ach, Mann. Verfickter Doppelhieb. So, komm, hier, schmeckt die Doppelpeitsche des Todes.
Aha. Ach, jetzt macht er keinen. Du hast doch noch gelebt? Ja, verrückt, gell? Ah! Nein! Fuck! Nein, ich kam nicht mal an ihm vorbei. Ja, RIP. Ah! Nein! Ah! Mach einfach die ganze Zeit Fernkampf. Ich habe ja nur 27 Bolzen. So viele habe ich da nicht. Das ist nicht das Spiel, bei dem die automatisch wieder aufgefüllt werden. Und yo, Kitty, du hast Prinzessin Lillifee leider verpasst. Hat halt auch nicht so viel hergegeben, das Spiel. Ich probiere es jetzt noch einmal. Ich glaube, ich werde für mich eh sowieso nochmal einen neuen Spielstand anfangen. Indem ich vielleicht ein bisschen besser durchkomme. Mal gucken. Ich finde das bei solchen Spielen manchmal ganz gut. Weil man am Anfang doch schon richtig hart reinscheißt. Du hast Lillifee gespielt. Jupp. Kannst du dir als Stream-Aufzeichnung noch anschauen? Oder auf YouTube? Da werde ich es auch noch hochladen. Und, whoop. So, okay. Ich muss mal versuchen, ich tue mir damit schwer mit sowas, aber ich muss versuchen, mich vielleicht mal ein bisschen zu konzentrieren. Ich bin halt echt so, au. Ich bin halt echt immer so ein unkonzentrierter Mensch, es ist einfach schlimm. Ah, ein Brötchen kann man mal essen. So. Au. Schmeck meine Peitsche des Todes hier. Des Todes, die Todes. Ach, come on. Hahaha. Ja, ein Scheiß, machst du deine Combo? Au. Alter Schwede, bist halt wie so ein... Au, Tekken-Spieler, der immer die gleiche Taste drückt. Ha! So, ham, nam, nam. Oh, der wird am Ende echt ekelhaft. Ach, fuck. Ficken. RIP. Klang wie Mickey Maus. So ein bisschen wie Goofy. Was hast du da gerade für ein Geräusch fabriziert? Ich hab keine Ahnung. Ich hab echt keine Ahnung. Uff. Das müsste ich jetzt selber nochmal so nachgucken in der, in der Aufzeichnung. 2D Dark Souls. Genau, 2D Dark Souls. Salt and Sanctuary. Ja, oder Lore spielt und immer seinen scheiß Salto macht. Oh, ich hasse solche Leute. Weil ich sagen muss, als kleiner Junge habe ich früher auch so mit Lore gecheased. Oder bei Street Fighter 2 mit Honda. Einfach nur die Schlagtaste mashen und RIP. So. So, zweite Phase. Oh, ich will den dann aber auch schaffen. So ehrgeizig bin ich dann schon. Es ist schon erstaunlich, wie der doch nochmal Ende der zweiten Phase richtig an Speed zunimmt. Ich auch. Ja, ich hasse halt auch Eddie. Ich glaube, jeder hasst Eddie. Was zum Fick? Der hatte noch gar nicht geschlagen gehabt. Warum zählt das schon? So, ich muss mir mein Brötchen gut einteilen. Ah! B! Nam, nam, nam. So, genau für... Hey!
Da haben wir wieder den Mickey Maus. So. Ei! Ah! Nein! Als ob der mich... Als ob der mich hier noch durch die halbe Arena trifft! Als ob... Ficker! Ich sehe schon, du machst jetzt nur noch diese Combo. Diese Combo-Wombo hier. Oh, fuck. Nein! Nein! Das wären noch zwei Hits oder so gewesen. Oh, bist du auf Peitsche Messer festgelegt, oder was du ausgerüstet hast, oder? Du kannst ja wirklich einen Charakter aussuchen. Ich habe halt einfach den... Einfach ehrenlos, wer Eddie spielt. Ist halt so. Ich habe einfach den Bloodborne-Charakter ausgewählt, weil Bloodborne... Wobei, Bloodborne hat man keine Peitsche, aber halt eine Armbrust. Wobei, doch, man kann eine Peitsche haben, was rede ich da? Gibt's einen Gehstock? Fick dich einfach. Ich meinte Liebe. Wenn du die Scheiße wärst, hättest du es geschafft. Wie ich schon gesagt habe, wenn dann nur mit Original-Zwinker-Smiley. Und nur mal so am Rande. Ah, komm. Nur mal so am Rande, genau. Perfekt, perfekt. Ach, Mann. So, jetzt aber. Komm. Ran auf die... So, erstmal die zweite Phase gehauen. Au. Könnte aber auch so vermuten, ich will den auch gar nicht schaffen, so wie ich manchmal hier ausweiche. Nein! Ah! Echt mal Zero, spiel besser, wütender DK. So. So, okay. Oh, jetzt fängt er mit seiner Combo-Wombo an. Also auch für dich, Kitty, es gibt doch es gibt doch Charaktere mit Schild. Falls man auf sowas Wert legt. Und so nach knapp einer Stunde Spielerfahrung, würde ich jetzt mal so sagen. Schild empfiehlt sich wahrscheinlich, gerade für den Anfang. Ansonsten sieht das so aus wie bei mir. Wow, das war, sagen wir mal, unglücklich. Ich spiele Animal Crossing. Das ist viel mehr Hardcore. Das ist der wahre Hardcore-Shit, Animal Crossing. Asche des durchtränkten Ritters. Festungsschlüssel erhalten. Geil! Oh. Ja, weil alles immer so lange dauert. Ist, glaube ich, so ein Animal Crossing. Generell ist ein Animal Crossing-Problem. Kann man nicht einfach die Ingame-Uhr umstellen oder halt die vom 3DS oder so oder von der Switch oder merkt das Spiel das? Ersaf sieht schon ziemlich interessant aus, habe aber aktuell wenig Bock auf kackenschwere Spiele. Ja, du kennst mich, es gibt bei mir halt meistens nur so Spiele. Oder House Flipper. House Flipper habe ich jetzt gerade auch echt gerne gespielt. Hab zumindest die ganzen Aufträge gemacht. Das war irgendwie ganz witzig, aber so die Häuser selber einrichten. Och nö, auf euch habe ich jetzt keinen Bock. Fickt euch. So. Auf die Häuser einrichten habe ich wiederum auch null Bock gerade. Tom Nock ist schlimmer als Steven Smoke.
Da Ornstein und Smoke jetzt nicht so schlimm sind, ja. Bist du ein Gegner? Ja, genau. Als ob ich jetzt so dumm bin, da reinzurennen. Oh, weißt du, vor allem, wenn ich halt sowas hier spiele, wo ich halt sehe, das ist so mega liebevoll gemacht. Da sitze ich dann gerne mal so 20 Minuten an dem Boss dran. Und habe ihn dafür dann geschafft. Ja, es ist so. Ich liebe die ganzen Grafiken. Wie die Gegner da so einen blutigen Haufen zerfallen. Das sieht so süß aus. Sehr. Ja, es gefällt mir sehr. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass man Pfeilen, so wie ich es jetzt rausgefunden habe, nicht ausweichen kann. Ohne Scheiß, Tina war bis jetzt nur einmal bei mir auf der Insel. Ach, das ist Animal Crossing, okay, da kann ich eh nicht mitreden. So. Benutzen wir das Salz. Können sogar noch. Ja, komm. Gönn dir, Junge, gönn dir. Eine kleine Steinfigur in Form eines wohlhabenden Händlers bietet die Figur an, einen Heiligtum an. Händler zu erlauben, diesem Heiligtum Geschäften nachzugehen. Okay. Ah, okay. Gewährt verstärkte Gebete im Gebiet des Heiligtums und gewährt verstärkten Angriff im Gebiet des Heiligtums. Ach man. Hier nochmal investieren. Hier. Glaub. Leichte Rüstung ist das, was ich haben möchte. Oh, ich hab noch mehr. Uiuiui. Ja, vielleicht noch ein Schwert? Und? Ah, das kann man noch verbessern. Ich auch? Nein. Dich? Ja. Machen wir doch. So. Und diese Kackrüben. Ach. Da sitzen und sagen, könnt ihr aufhören mit eurem Animal Crossing Talk hier, ich verstehe doch. Ja, yeah, alles gut. Alles gut. Ja, aber du bist halt einfach schlechter. Tja, nö, süßig. Okay. Keine Amulette. Kann ich mal hier nachlesen? Was machst du eigentlich? Die drei verkauft. Meine KP wiederherzustellen. Aber wohl sehr, sehr langsam. Und der Beutel voll Salz. Was passiert jetzt, wenn ich... Oh. Hier wechsle. Aha. Das ist dann die Zweihandwaffe. Ich verstehe. Zero, werd ein berühmter Streamer und mit zig Subs, dann kannst du dir eine Switch und Animal Crossing kaufen. Ha ja, Plan ist gesetzt. Ich meine, dank Vollnikose bin ich jetzt bei. Uiuiui. Ah, ich kann jetzt die Seite nicht aktualisieren.
Ja, dafür muss man berühmter Streamer sein, anders geht's nicht. Anders kannst du keine Switch haben, es ist einfach unmöglich. Du wirst quasi, wenn du dann zum Beispiel bei Amazon dir kaufen willst, dann musst du deinen Twitch-Link angeben und wenn die dann sehen, da ist kein Partner, dann ist direkt so, ja, Pech gehabt. Ist halt so. Ich suche mir das nicht aus, sondern ist halt einfach so. Ach ja. Nee, ich finde immer irgendwelche anderen, sag ich mal, Sachen, die ich mir eher kaufe als das Switch, deswegen. Es zieht sich bei mir schon so lange hin und es wird es ja noch viel länger wahrscheinlich hinziehen. Und am ehesten werde ich meine Switch haben, wenn ich sie selber nicht bezahlen muss. Zum Beispiel jetzt ein Auto. Ein Auto achte ich dann doch als wichtiger als eine Switch. Ich weiß, klingt verrückt. Und es gibt auch Leute, die sagen würden, aber ja, ich finde, ein Auto ist tatsächlich wichtiger als so ein Handheld oder eine Spielekonsole. Switch für Non-Streamer auf dem Schwarzmarkt. Ist halt einfach so. Dass du oder Jenny oder der Vollnikose, dass ihr eine habt, das ist alles, kann nur irgendwie Ergebnis eines illegalen Handels sein. Anders kann ich mir das gar nicht erklären. Das sind irgendwelche dubiosen Machenschaften zu Werke sein. So. Muss neu sein. Bei mir haben die einfach nicht gefragt, aber wahrscheinlich haben die einfach gewusst, dass ich der allmächtige Gottkater bin und mir die einfach aus Respekt trotzdem verkauft. Ey, ich habe mehr Follower als du. Man muss dafür dazu sagen, er hat mehr YouTube-Accounts als du. Wie wir haben es aber gesagt, die hunderten Accounts von Vollnikose. Ah, geil, jetzt läuft gerade wieder die Gitarrenmucke. Nice. Aber ich beende das jetzt auch. Wo kann ich denn hier rausgehen? Menü? Spiel beenden? Werte werden gespeichert. Ja, das ist okay. Ja, ich habe sehr viele Accounts. Flexst du mit Accounts? Oh, geiles Spiel, muss ich sagen. Echt ein richtig, richtig schönes Spiel. Ist unfassbar, wie schön. Ja.